Und allen Erwachsenen, Konsumierenden sage ich, wir sehen eure Probleme. Und wir wissen um die Ungerechtigkeit, die ihr seit 50 Jahren durch Diskriminierung und Kriminalisierung erfahren habt. Ich sage euch hier heute ganz klar, ihr seid für uns keine Kriminelle. Mit diesem Eingeständnis des Unrechts der Cannabisverfolgung in den letzten Jahrzehnten gegenüber Millionen von Betroffenen gehen wir nun in dieses Video. Vor der zweiten Befassung des Bundesrats mit dem Cannabisgesetz am 22. März wächst der Widerstand seitens der Landesminister. So gab es vor der Verabschiedung des Cannabisgesetzes im Bundestag einen offenen Brandbrief von allen 16 Innenminister an Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit offener Kritik am Gesetzesvorhaben, und nun kommen ressort- und parteiübergreifend weitere Landesminister als Kritiker dazu. Zum Brandbrief der Innenminister in einem anderen Video mehr. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ganz aktuell, nach Aussagen von Sachsens Innenminister Armin Schuster laufen bereits die Vorbereitungen zur Anrufung des Vermittlungsausschusses im Bundesrat. Hier auch nochmal zu sehen im Originalzitat vom 27.02. veröffentlicht in der Zeit. Nun äußern sich unter anderem auch Landesminister von den Grünen mit der Absicht, den Vermittlungsausschuss anzurufen und damit den Antrag von CDU und CSU zu unterstützen. So hat sich NRWs Justizminister Limbach von den Grünen am 27.02. im WDR wie folgt geäußert. Er ging in einem Interview darauf ein, dass es entsprechend mit der Vorbereitungszeit zum Inkrafttreten so für die Justizministerien so nicht handelbar sei. Er unterstützt und arbeitet in der Vorbereitung initiativ mit beim Anruf des Vermittlungsausschusses über einen Antrag im Bundesrat, und damit ist die Befürchtung wahr geworden. Grüne Justizminister, Landesminister allgemein sind nun am Kippen. Wir müssen den Druck auf die Fraktionen weiterhin hochhalten, auf dass sich hier vielleicht noch im Rahmen interner Gespräche die Ablehnung zum Cannabisgesetz zumindest im Rahmen des Vermittlungsausschusses wieder einfangen lässt. Interessant aber vor allem in dem Interview, dass eben auch eine Äußerung zum Thema Niedersachsen kam. Die niedersächsische Landesregierung, so der NRW-Justizminister, unterstützt das Vorhaben des Vermittlungsausschusses wohl ebenfalls. Und das ist für mich persönlich jetzt zwar keine große Überraschung, ist aber trotzdem recht spannend und definitiv eine Erwähnung wert, weil wir haben dort eine SPD-grüne Landesregierung. Rot-grün. Und auch hier sind die Grünen anscheinend gefallen. Was ist da los? Mit Blick auf Niedersachsen hatte ich vor ein paar Wochen schon eine Anfrage an die niedersächsische Landesregierungspressestelle gestellt. So sehen die Fragen 1, 2 und 3, und in der Antwort ging man nur Frage Nummer 2 ein. Es gab keine Positionierung zum Cannabis-Gesetzentwurf, sowie es auch keinen Kommentar dazu gab, inwiefern der Koalitionsvertrag auf Seite 103 eingelöst werden würde, sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen. In der ersten Reaktion damals dachte ich mir schon, oh, das ist ein schlechtes Vorzeichen, und jetzt hat sich's halt bestätigt. Zudem scheint sich Sachsens grüne Justizministerin ebenfalls wie die Kollegen aus Hamburg und Schleswig-Holstein sich dem Anruf des Vermittlungsausschusses anzuschließen. Und von daher jetzt auch wieder der Aufruf an euch alle, lasst nicht zu, dass sich die Grünen auf Landesebene der CDU und CSU anschließen mit ihrem Antrag. Es gab genug Vorbereitungszeit, der Gesetzentwurf mit dem Termin des Inkrafttretens ist seit vielen Wochen bekannt, und hier nochmal zur Veranschaulichung des Niveaus der Union in Sachen Cannabis. Ein Ausschnitt aus der Bundestagsdebatte von einem Ex-Strafrichter, der dort einen Redebeitrag hielt. Als Begründung für dieses Gesetz zur Legalisierung von Cannabis wird angeführt, dass es innerhalb eines Jahres ca. 4 Millionen Menschen gegeben hat in der Altersgruppe von 18 bis 64, die Cannabis konsumiert hätten. Tendenz angeblich steigend. Anmerkung: 4 von 50 Millionen, die diese Bevölkerungsgruppe umfasst. Sie machen nicht mehr und nicht weniger als Klientelpolitik. In meiner langen Zeit als Strafrichter, ja, es ist richtig, trotz strafrechtlicher Repression ist der Konsum mehr und nicht weniger geworden. Deutschland wird von den verschiedensten Drogen, nicht zuletzt von Cannabis, überschwemmt. Welcher Logik entspricht es denn, wenn man einen Straftatbestand abschafft, weil die Straftaten überhand nehmen, weil etwas gesellschaftlich in Mode gekommen ist? Machen wir das auch mit dem Diebstahl so? Das ist doch eine rechtliche Kapitulation. Sie hingegen betrachten die Dinge archaisch, und deshalb werden wir diesem Gesetz heute nicht zustimmen. Lieber Kollege Müller, Sie haben ja auf Ihre Erfahrungen abgestellt als Strafrichter und die besonderen Auswirkungen hier angesprochen auf die Justiz. Und dazu will ich gerne in aller Kürze zwei Bemerkungen machen. Angesichts von 180.000 Strafverfahren im Jahr, die konsumbezogen sind, zu behaupten, dass die Legalisierung von Cannabis Polizei und Justiz nicht entlasten würde, geht völlig an der Realität vorbei. Völlig.
Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass bei geringfügigen Mengen alle Verfahren eingestellt werden, was nicht der Fall ist, was definitiv nicht der Fall ist, wenn man sich mit Strafverteidigern unterhält, dann macht doch eine Einstellung trotzdem Arbeit. Jetzt bekomme ich doch etwas mehr Redezeit. Also zum Ersten, das Thema geringfügige Mengen haben Sie angesprochen. Der Opportunitätsprinzip, der Grundsatz gilt, diese Verfahren werden alle nach 153, 153a eingestellt. Das geht mit einem Knopfdruck, mit einem Knopfdruck. Das Zweite, Sie haben angesprochen, dass 180.000 Fälle pro Jahr zu bearbeiten und teilweise auch zu verurteilen sind. Beim Diebstahl ist es viel mehr. Bei der Leistungserschleichung ist es viel mehr. Ja, beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort, bei der Trunkenheitsfahrt, bei der Straßenverkehrsgefährdung, bei der Körperverletzung ist es viel mehr. Legalisieren wir das jetzt alles, dann haben wir nämlich weniger zu tun. Der nächste Punkt. Sie sagten, Fälle zu tun hatten. Da bin ich Ihnen dankbar für die Formulierung, Fälle zu tun hatten. Das sind Fälle, die sind abgeschlossen, die sind rechtskräftig, die sind in der Vollstreckung oder sind schon vollstreckt. Die machen wir alle wieder auf. Gesamtstrafen, die mühsam gebildet wurden, machen wir alle wieder auf. Wir müssen die Vollstreckungsreihenfolge überprüfen. All das muten Sie den Staatsanwaltschaften und der Justiz zu. Glauben Sie wirklich, dass Sie mit den neuen Fällen, die nicht hinzukommen, weil Sie jetzt das Cannabis legalisieren, dass Sie eine so starke Entlastung schaffen können, dass all diese Fälle, die ich genannt habe, damit kompensiert werden? Schlusssatz von meiner Seite. Dann ist der Deutsche Richterbund blöd, dann ist die Vereinigung der Staatsanwälte blöd, die sind alle blöd, weil die alle davor warnen. Dann sind die Justizminister der Länder blöd, weil die alle davor genau warnen. Dankeschön. Also wenn man sich mal die Justiz und das Vertrauen in die Justiz anschaut, dann ist so ein Richter genau der Grund, warum viele Leute sich eben dabei sehr unsicher sind. Denn so einen Unsinn kann man doch nicht allen Ernstes verzapfen. Wie dieser Ex-Richter dort, der vergleicht die Forderung nach einer Entkriminalisierung von rein konsumentenbezogenen Straftatbeständen, eben jetzt wie im Cannabisgesetz implementiert, mit der Forderung nach einer Freigabe von anderen Straftaten, die allesamt Opfer produzieren. Cannabis hingegen, vor allem die eigenbedarfsorientierten Straftaten, sind opferlose Delikte. Man schädigt sich im Zweifelsfall höchstens selbst und Selbstschädigung ist per se nicht verboten. Also von daher, das ist schon mal eine grundsatzmäßig absolut unterirdische Argumentation und dann auch noch eben jetzt mit den aktuellen Landesministern, die sich beschweren, dass doch eben die Aufarbeitung im Rahmen der Amnestie so viel Arbeit machen würde. Dieses Unrecht aufzuarbeiten in einer einmaligen Mehrbelastungssituation wird dann gegengerechnet gegen eine Jahre andauernde Reduzierung der Strafverfahren und damit einer einhergehenden Entlastung der Justiz. Warum man dann also sagt, es ist ein K.O.-Kriterium, jetzt das Inkraftsetzen zu verhindern, weil das eben sonst die Justiz lahmlegen würde, ist absoluter Quatsch. Wenn man betrachtet, dass es laut dem Richterbund bis zu 300.000 Strafverfahren sein könnten, dann ist das gemessen an den gesamten Strafverfahren in Deutschland handelbar. Es ist sicherlich nicht optimal, aber man muss doch irgendwann mal diesen Schritt gehen und zu sagen, eine Amnestie kommt nicht in Frage, ist auch keine Option. Zu sagen, die Amnestie kommt später, dann frage ich mich jetzt, warum habt ihr das nicht schon früher gefordert? Warum wurde das nicht in den ersten Phasen der Gesetzgebung vor allem voran betont, dass eben die Umsetzung dieses Vorhabens, was schon in den Eckpunkten festgehalten war, so eben diese und jene praktikablen oder nicht praktikablen Probleme mit sich führt? Und welche Zeit man dafür braucht. Das ist aber wohl verschlafen worden, sonst hätte man jetzt nicht das Böse erwachen. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, rund um das Thema Bundesrat, Vermittlungsausschuss, Entkriminalisierung und Legalisierung langfristig betrachtet, dann würde ich mich sehr über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal freuen. Auch die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Schaut auch vorbei auf bio-gartenmit.de sowie auf rolling-stone.de. Klare Empfehlung.